Eine kleine Überschwemmung. Und ab. Den blauen Tunnel danach noch. So, heute ist für Paula Polly. Emmy. Und Ricky. Der letzte Tag im Elfenhaus. Die ziehen morgen alle vier in ihr neues Zuhause um. Und ab. Und da wollen wir doch mal hoffen, dass wir heute noch mal richtig Spaß haben. Polly geht mit dem Tunnel spazieren. Die zwei haben heute ihre erste Impfung bekommen. Da könnte es sein, dass ein bisschen ein lauteres Gequietsche heute, das war am Tag über schon, aber gerade beim Spielen kann das dann schnell passieren. Machen Sie wieder die Flaschen her. Oh ja, das ist eins unserer Teekinder, hat sich hier zu den Großen verirrt. Jetzt schauen wir mal, ob er zurechtkommt. Wenn nicht, dann klaut man wieder ein.
ich habe einen Pony gefunden. Mhm. Oh, ich glaube, wenn ich den reinbuche. Das nächste Teekind hier unterwegs, der Tiger und der Teddy. Der ist mir zu schnell, der wird staunend aus dem Bild. Da ist er. Amy ab. Amy ab. So ist brav. Das ist Ricky, der hat sich gerade an der Impfstelle gekratzt und offensichtlich hat es wehgetan. Brüderlein und Schwesterlein. Toni! Aber Schluss. Toni! Hol mal die Zacke. Haben sie alle Bienen raus und ich habe gar nichts gemerkt davon. Noch ein paar Teekinder, noch einer. Jetzt wird es wieder voll.